Hallihallo, liebe Grüße aus dem Landschaftspark Nochten. Hier mal ein Jonatur-Special, nicht aus dem urbanen Gebiet, sondern mal aus der richtigen Natur. Ehemalige Tagbau-Folgelandschaft. Das ist ein sehr, sehr trocken und heißer Lebensraum und deswegen fühlt sich hier eine mediterrane Schmetterlingsart besonders wohl. Die möchte ich euch zeigen, und zwar sitzt sie hier an der Eberesche, eine Segelfalterraupe. Die ist sehr gut getarnt, sieht aus wie das Blatt, und habe erst vor kurzem gelernt, dass sie auch Eberesche befrisst. Und eigentlich früher war die nur auf steile Hanglagen und so beschränkt, aber dank des Klimawandels kommt sie auch in mittlerweile größeren Teilen des Flachlands vor und befrisst nicht nur Eberesche, sondern ihre Lieblingsform ist eigentlich Schlehe und macht jetzt zwei Generationen. Also die fliegen nochmal und besuchen dann Blüten. Und die Puppe überwintert.